Eine weitere Denkhilfe, die wir benutzen, ist das Gleiten, das Neigen und das Rotieren als drei Bewegungsebenen oder Richtungen, die in vielen Gelenken vorkommen. Also ich kann das in der Wirbelsäule machen und in den einzelnen Teilen der Wirbelsäule, also hier im Nackenbereich, im Brustbereich. Ich kann hier im Becken so arbeiten und dann Teile davon auch in Handgelenken und Füßen. Und weniger Möglichkeiten habe ich in den Ellenbogen und den Knien. Gucken wir uns mal die einzelnen Sachen an. Also womit wir oft starten, sind die Neigungen, Tilts auf Englisch. Also ich neige von der einen Seite zur anderen. Und da machen wir normalerweise als Aufbau so, dass wir seitlich und vorn und hinten, also von der einen zur anderen Seite und dann Neigen nach hinten und nach vorne machen. Und daraus entstehen dann die Diagonallinien, wo ich also zum Beispiel hier nach vorne rechts und nach hinten links als dritte Linie und nach vorne links und nach hinten rechts als vierte Linie. Also wir haben die normalen Linien, das Kreuz und da nochmal die Diagonallinie rübergelegt. Ja, das sind also die Neigungen. Und daraus entsteht dann zum Beispiel der Neigungskreis. Das heißt, wo ich nach hinten neige, Seite, vorne, Seite, hinten. Das ist auch so der Standardkreis, den man so macht im Kopf jetzt zum Beispiel. Ja? Neigung, Neigungskreis. Dann haben wir das Gleiten. Und beim Gleiten agiere ich anders, weil ich mache in dem Sinne eine Parallelverschiebung im Raum. Also wenn ich den Kopf hier habe, dann nehme ich den Kopf nach vorne und nach hinten, ne? Und ihr seht, der macht jetzt also keine Neigung, sondern ich bleibe hier mit dem Kinn auf der gleichen Höhe. Wumm, vor und zurück, gleiche Höhe. Und das Gleiche kann ich auch von der einen zur anderen Seite machen, so ein Gleiten, ne? Im Vergleich zu dem Neigen. Daraus entsteht dann auch wieder ein Kreis, nämlich der gleitende Kreis. Das sieht so aus. Das kann ich, wie gesagt, auch in der Brust machen. Das kann ich auch hier im Becken machen. Ne? Wo ich es nicht so machen kann, zum Beispiel, ist das Handgelenk. Also hier habe ich die Neigungen, aber habe ich nicht das Gleiten. Zumindest nicht in der offenen Kette in dem Sinne. Dann habe ich aber auch noch die Linie 3 und 4. Also das kann ich auch wieder machen. Das ist auch wieder eine Hilfe, dass es nicht so diese normalen Standardlinien sind, sondern auch dieses, ne, vorne rechts, hinten links oder vorne links, hinten rechts, zack, so, klare Linien, hier habe ich also kein Neigen und hier habe ich auch kein Rotieren. Rotieren ist das dritte, was wir noch haben, hier als Denkhilfe. Ich kann also von der einen Seite zur anderen rotieren, das gleiche kann ich in der Brust machen, ne, oder im Becken und so weiter und so fort. Das Rotieren kann man dann auch wieder verbinden mit den anderen. Also ich kann zum Beispiel den Neigungskreis mit Rotation machen und auch den gleitenden Kreis kann ich mit der Rotation kombinieren. Gut.